Schatz, wollen wir nicht heute Abend noch etwas essen gehen? Du, sorry Anna, aber ich wollte eigentlich gerade Lust zum Training. Du warst doch am Montag erst da. Musst du da heute Abend wieder hin? Ich meine, wir können doch auch mal einen Abend zusammen verbringen, oder etwa nicht? Ja, wir waren doch am Wochenende erst beim Italiener. Tu doch bitte nicht immer so, als ob wir nichts miteinander unternehmen würden, oder? Ich muss jetzt auch echt los. Sorry. Ja, wie immer. Viel Spaß auch. Hannes hat irgendwie nie Zeit für mich. Immer sind irgendwelche anderen Dinge gerade wichtiger. Wie zum Beispiel sein Sport. Außerdem muss ich ihn immer wieder daran erinnern, dass wir am Wochenende verabredet waren. Und tut er immer so, als ob er sich nicht erinnern könnte. Ich lasse ihn doch echt schon genug Freiräume. Ja, sie engt mich schon ein. Immer will sie über alles reden und ständig will sie was unternehmen. Ja, und wenn ich am Freitag sage, dass ich am Samstag was mit einem Kumpel mache, dann erzählt sie mir, wir wären doch verabredet gewesen. Ich glaube ja, sie hat einfach zu viel Zeit. Mike hat gestern Fotos von seinem Urlaub hochgeladen. Echt tolle Bilder dabei. Was denn für ein Mike? Ja, aus meinem Wirtschaftskurs. Er war doch letztens auch auf der Party. Der Mike. Wahnsinn. Ey, sie hängt den ganzen Tag nur bei Facebook ab. Sie weiß über jeden und alles Bescheid, wer gerade schwanger ist, wer sich die Haare gefärbt, ja, oder sich ein Tattoo stechen lassen hat. Als hätte sie kein eigenes Leben. Er interessiert sich überhaupt nicht mehr für andere Leute. Es kümmert ihn gar nicht, was in seinem Freundeskreis vor sich hergeht. Und ich muss ihn ständig daran erinnern, dass sein bester Freund in der nächsten Woche Geburtstag hat. Oder dass seine Schwester nach England verreist. Danken tut er es mir nie. Wie, du musst jetzt noch länger machen? Wie viel länger denn? Ja, und ich warte jetzt hier noch eine halbe Stunde auf dich, oder was? Das kotzt mich jetzt gerade echt wieder an. Unsere Beziehung, die ist sehr zerbrechlich. Oft glaube ich, wir stehen an einem Punkt, an dem es einfach nicht mehr weitergeht. Schon bei der kleinsten Sache entsteht so ein Gewitter. Und wenn dieses Gewitter näher kommt, dann wird es immer lauter und lauter und momentan kehrt einfach keine Stille mehr ein. Ich habe mich oft gefragt, warum haben unsere Freunde nie diese Kriege geführt wie wir? Tja, und die Antwort ist einfach. Die sind glücklich. Wir nicht.